Start-up-Bau, Mentoring für den Studieneinstieg. Ich freue mich sehr, für den Abschluss auf der Bühne zu haben, Professor Dr. Katharina Kluge, die Anna Buhler und die Tatjana Steins. Und bei den beiden Damen würde ich Sie bitten, sich gerade noch mal vorzustellen. Frau Steins, Sie beginnen. Ja, mein Name ist Tatjana Steins. Ich bin 21 Jahre alt und ich studiere jetzt im vierten Semester Bauingenieurwesen im Bachelor. Sehr gut. Genau, und mein Name ist Anna Buhler. Ich bin 27 Jahre alt und studiere auch im vierten Semester, aber das internationale Bauwesen. Sehr schön, vielen Dank. Und Frau Kluge, was heißt denn eigentlich Mentoring für den Studieneinstieg? Wofür brauchen wir das? Ja, der Einstieg in das Hochschulleben stellt für viele Erstsemesterstudierende doch einen sehr großen Umbruch dar. Das sind einfach viele fachliche neue Inhalte, aber auch viel Organisatorisches. Es fängt bei der Frage an, wo ist mein Vorlesungsraum, zu welcher Veranstaltung muss ich gehen, zu welcher kann ich gehen, wo und wann melde ich mich für Prüfungen an. Und da wollen wir einfach unterstützen, dass die Studierenden möglichst schnell bei uns ankommen und sich auf ihr Studium konzentrieren können. Auf jeden Fall eine sehr gute Initiative. Und wie läuft es genau ab? Direkt am ersten Tag des Studiums treffen wir uns zum ersten Mal. Wir, das sind die Studierenden, die sich in den Studiengang eingeschrieben haben. Wir, das bin ich als Leiterin des Studienganges und wir, das ist mein Kollege Professor Heiko Merle, der mit mir dieses Mentoring anbietet und anders als ich auch ein Modul im ersten Semester direkt hat. Bei diesem ersten Termin geht es hauptsächlich um die wichtigsten To-Dos für den Vorlesungsstart und dann treffen wir uns über das Semester nochmal zu weiteren Terminen, bringen immer ein Thema mit, der Herr Merle und ich, beispielsweise die Prüfungsan- und gegebenenfalls auch wieder Abmeldungen, informieren, wie das läuft, antworten auf Fragen. Und sehr froh sind wir darüber, dass seit diesem Semester auch die Fachschaft dabei ist, ja, weil das einfach ältere Studierende sind, die noch sehr nah an ihrem eigenen Studieneintritt sind und deshalb sehr wertvolle Tipps und Empfehlungen den Neuen geben können. An der Stelle dürfen wir auch mal Werbung machen. Es lohnt sich immer, in die Fachschaft einzutreten, oder? Also die Fachschaft ist wirklich was Tolles, gerade auch in dem Bereich. Anna, Sie sind jetzt im vierten Semester. Wann waren Sie denn beim Mentoring-Programm dabei und was haben Sie so erlebt? Genau, also ich bin direkt seit der Einführungswoche in der Mentoring-Gruppe. Ja. Und es war super für den Einstieg, wenn man gerade zu Beginn sehr viele Fragen hat, ob es jetzt Prüfungsanmeldungen oder Vorpraktika sind. Und ja, es ist einfach super hilfreich, dass man gleich zu Beginn einen Ansprechpartner hat. Fühlt man sich nicht so verloren, ne? Genau. Gab es für Sie so ein absolutes Highlight, würden Sie sagen? Also ich finde eigentlich alles bis jetzt sehr positiv. Was mir immer sehr gut gefallen hat, sind die Treffen auch außerhalb der Universität, wie zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt. Da begegnet man sich in einer ganz anderen Atmosphäre. Ja, dann stimmt. Kommen einfach auch ganz andere Gesprächsthemen auf, was super interessant sein kann. Schön. Und wenn Sie jetzt zurückblicken, was würden Sie sagen, wovon haben Sie besonders profitiert? Ich glaube, mir hat es einfach zu Beginn geholfen, dass man, das lockert einfach die ganze Atmosphäre ein bisschen auf und man begegnet sich dann irgendwie doch auf einmal auf Augenhöhe und es nimmt ein bisschen die Angst, die man einfach zu Beginn von so einem Studium hat. Das hört sich auf jeden Fall so an, als wäre das ein ziemlich erfolgreiches Programm. Schön. Und Sie sind aber nicht im gleichen Programm, ne? Obwohl Sie hier auf der Bühne sitzen. Bei Ihnen läuft das Mentoring-Programm ein bisschen anders ab. Wie denn? Ja, ich bin Stipendiatin des Tandem-Stipendiums. Das ist eine Stiftung, also von der Deutschen Universitätsstiftung. Und das Besondere an dem Stipendium ist, dass man eine Professorin zugeteilt bekommt oder einen Professor von der Hochschule in dem Fachbereich, in dem man studiert. Und da habe ich die Frau Kluge bekommen, die das Mentoriat angenommen hat. Ja, und darüber habe ich mich sehr gefreut, denn ich fand, es hat zwischen uns direkt total gematcht. Ich fand sie total freundlich und nett und sehr zuvorkommend. Und wir treffen uns jetzt so 2 bis 3 Mal im Semester. Im Moment belege ich ja auch Geotechnik 2 bei ihr. Und ich finde es total hilfreich, weil sie mir durch ihre Ratschläge und durch diese andere Perspektive einfach nochmal so einen ganz anderen Einblick verschafft. Und ich finde, dass ich ihr auch so ein bisschen helfen kann, gerade so als Studiengangsleiterin jetzt, einfach mit so einem Feedback über die Module. Ja, eine Win-Win-Situation, würde ich sagen, oder? Sehr schön. Gibt es das denn oft, so eine Förderung, oder ist das jetzt einmalig bei Ihnen? Also grundsätzlich kann sich darauf jeder bewerben. Ich glaube, bei mir waren damals die Kriterien, dass man einen Abiturdurchschnitt besser als 2,0 haben musste und keine Akademikereltern.
Aber es gibt ja auch noch viele andere Stipendien, jetzt vielleicht nicht gerade mit diesem Programm, aber es ist immer wert, sich auf eins zu bewerben, auch wenn man mal nicht genommen wird, es einfach nochmal zu probieren, weil man daraus unglaublich viel nehmen kann und profitieren kann, einfach viele verschiedene Menschen kennenzulernen. Und ja, für mich war das immer toll. Schön, wie enthusiastisch Sie sind. Das finde ich ganz klasse, toll. Anna, wenn Sie den jetzigen Teilnehmern des Programms noch einen Tipp geben dürften, was würden Sie sagen? Also ich würde einfach sagen, dass man auf jeden Fall das Angebot annehmen soll und auch direkt Dinge ansprechen, die einem auffallen oder die einen bedrücken, weil dann einfach ein Austausch entsteht, von dem beide Seiten, die Studentinnen und auch die Professoren, einfach profitieren können. Und gibt es was, Tatjana, auf was Sie sich besonders noch freuen im Studium? Also ich freue mich auf jeden Fall jetzt, wenn ich ins fünfte Semester komme, auf die Vertieferrichtung. Ich würde gerne Baubetrieb und Baumanagement vertiefen, aber eigentlich finde ich alles ziemlich toll. Also ich studiere sehr gerne, weil ich es schön finde, jedes Semester andere Module zu haben. Nicht wie in der Schule immer Mathe und Deutsch zu haben, sondern ja, ich finde es toll, diese Vielseitigkeit. Also eigentlich, ich gehe gern studieren und freue mich einfach, das noch ein bisschen zu machen. Gut mithören, sehr, sehr gut. Die letzte Frage geht an die Frau Kluge und da würde ich bitten, dass die Fotos, die wir vorbereitet haben, dazu parallel ablaufen. Nämlich, gibt es noch weitere Highlights im Bauingenieurswesen-Studiengang? Gibt ganz viele Highlights. Ja, und die wollen wir jetzt hören. Zwei möchte ich herausgreifen. Einmal, dafür habe ich zwei Fotos rausgesucht, die Tour Ding. Da werden die neuen Erstsemesterstudierenden direkt an ihrem dritten Tag bei uns an der Hochschule durch unsere Labore geschleust, bewegt und können einfach sehr viel sehen und erfahren, was sie in den nächsten Jahren dann beschäftigen wird. Und der zweite Highlight sind Exkursionen, die wir anbieten für alle Studierenden, nicht nur für die Erstsemesterstudierenden, sondern immer genau eine Tunnelbauexkursion und eine Brückenbauexkursion habe ich rausgesucht. Das, denke ich, ist ganz, ganz toll, dass man die theoretischen Inhalte aus den Vorlesungen dann nochmal vor Ort sieht und vielleicht manchmal dann erst auch richtig durchblickt. Sehr schön, vielen Dank. Alle Fotos sind durchgelaufen. Dann ganz herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, unseren Infotag 2024 abzuschließen. Vielen Dank. Und dann würde ich sagen, auch vielen herzlichen Dank an Sie. Es war ein ganz toller gemeinsamer Tag. Und wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen. Dankeschön. Danke.